Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Dinos to Survival. Ja, hier hat man ja das letzte Mal das Lagerfeuer gemacht. Bevor wir von den Paras auf einmal gekillt wurden. Und jetzt haben wir wieder das Problem. Der muss da weg. Bei dem Militär-Hanvi gibt's zum Glück nichts, wie wir mitbekommen haben. Ja, komm. Der war instant down, das gefällt mir. Dann könnte das sogar gegen den da helfen. Ich riskiere aber nichts mehr in diesem Spiel. Ganz schnell Fleisch looten hier. Komm, gib her. Und wir lassen jetzt auch direkt die Pumpgun ausgerüstet. Dreh dich doch nicht zu mir um, du Arschloch. Geh weiter, hau ab. Kusch dich. Holen wir uns noch die Eier. Ha, that'll do nicely. Geh weg. Geht's? Ja, braver T-Rex, geh weg, komm, gut, kusch dich, und Abflug. Oh nee, der guckt schon so. Mann, was ist denn scheiß Problem? Geh doch mal dahinter. Da sind drei Raptoren, geh die fressen. Arschloch. Hier. Ey, ernsthaft? Da liegt bestimmt irgendwo noch eine schöne Waffe rum. Ey. Man kann hier auch nicht sneaken und nichts. Aber, ey. Der bleibt immer da stehen, Mann. Geh doch mal. Das ist ein Witz. Kusch dich. Ey. Ja. So habe ich mir den Start der neuen Folge nicht vorgestellt. Dass ich warte, bis der werte Herr da hinten mal die Fliege macht. Der. Na, gehst du? Geh weiter, geh. Ey. Ich krieg das Kotzen gerade bei dem Vieh. Jetzt. Halt's Maul. Lass mich einfach vorbei. Genau, so. Da liegt einer. Keine Waffe, schade. Das wäre lustig gewesen. Da hinten ist ein Nest. Hier gibt's aber keine Raptoren. Ha, that'll do nicely. So, da gucken wir doch einfach mal weit. Oh! Also hier scheint es auf jeden Fall guten Loot zu geben in der Stadt. Da sind Raptoren, die sind mir aber gerade egal. Nein! Das ist jetzt nicht euer fucking Ernst, dass der mich gesehen hat, oder? Alter, ich krieg das Kotzen.
Ey! Jetzt lass dich töten! Oh, 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 oh. Haha! Fleischfarm! Den Raptor da hinten werden wir uns auch gleich holen. Na, ich hab da was gehört. Nee. Da ist wieder ein verkackter Para. So, wir sind bis hierher gekommen. Ein kleines Lagerfeuer und was snacken natürlich. Sehr schön. Hinter der großen Stadt soll es was geben. Ha, that'll do nicely. Das ist das Warenhaus. Also ist es das nicht, wo wir hin müssen? Es geht hier halt noch weiter mit der Stadt. Schön. Oder muss ich hier runter? Ich denke mal nicht. Da ist wieder ein Raptor. Was ist da oben gewesen? Nichts. Irgend so ein verkacktes Biogen-Labor-Gedöns suchen wir. Jetzt ist die Frage, geht das da hinten zu dem Ding? Oder muss ich in der Stadt nach da hinten weiter? Weil dann habe ich ein Problem. Also wir haben für das Ding 40 Schuss. Besser als nichts. Dann gucken wir mal hier unten. Ein einfaches Haus. Aber hier gibt es keine Tiere oder sonst irgendwas. Ja, gut. Gibt es nicht. Da ist noch ein Auto. Hier haben wir wieder eine Handfeuerwaffe. Boah, ist ein Lol, ist das nicht die Ecke, von der wir in Episode 1 gekommen sind? Ist mir da nicht irgendwie so?
Da sind wir nämlich von da hinten gekommen. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Da ist ein Stego. Da ist zwar ein Bus, da wird es aber kein Loot geben. Den gibt es irgendwie nie bei Bussen. Aber da ist wieder ein Militärauto. Und so eine hässlichen Paras. So, liegt dort ein Toter? Nein. Also ist das Auto für uns wertlos. Ach, das sind nur Gallimimus. Ich habe Raptoren gehört. Irgendwo sind hier Raptoren. Da hinten ist ein Strommast. Also muss es da hinten weitergehen. Versuchen wir einfach mal unser Glück. Die Gallimimus haben wir jetzt so umlaufen. Da ist ein Raptor. Ich wusste es doch, dass ich einen gehört habe. Da hinten geht's weiter, auf jeden Fall. Es wird Zeit, dass ich wieder an Fleisch komme. Da sind Kompis. Das ist hier gar nicht so einfach. Und hier stampft wieder was rum. Da. So ein kleiner Fettklops. Da ist ein Raptor. Das sind sogar zwei Raptoren. Okay, du bist down. Einmal getroffen, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal,
7. 7. Gib mir das Fleisch. Dann haben wir wieder Revolvermunition. So, da haben wir wieder Eier. Die snacken wir uns natürlich auch, obwohl die uns jetzt erstmal nichts bringen. That'll do nicely. Und wie es weitergeht, ob wir das Labor noch finden oder nicht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Kommentar da und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.